In einem bemerkenswerten Interview hat der frühere tschechische Außenminister Graf Karl Schwarzenberg eine Äußerung getan, die ich, weil wir hier in der Kirche sind und es eine Predigt ist, nicht wörtlich wiedergeben kann. Dafür war sie ein wenig zu deutlich. Aber ich kann es sinngemäß sagen. Er sagte, ich kann das mit den Werten nicht mehr hören. Eure Werte können mir gestohlen. Ich wäre schon sehr froh, wenn wir uns an die Regeln hielten. Als ich das las, dachte ich, wie in der internationalen Politik, so ist es vielleicht auch im geistlichen Leben. Denn wir reden in der Politik viel von Werten und Schwarzenberg gibt das Beispiel. Im Namen dieser Werte bombardieren wir etwa Syrien ohne Kriegserklärung, angeblich um Werte zu verteidigen. Wir schicken Armeen in fremde Länder ohne Kriegserklärung, ohne jede Regel und verteidigen angeblich Werte, die wir mit unserem Tun als Erste zerstören. Werte, so sagt er, sind etwas sehr Schwammiges. Regeln sind klar. Man kann sie befolgen oder brechen. Mit dem geistlichen Leben ist das ähnlich und wenn wir heute Anna und Joachim feiern, dann feiern wir, natürlich hat es einen Stellenwert, die Eltern der Gottesmutter Maria. Wir wissen fast nichts von ihnen. Was wir wissen, dass sie Gerechte waren. Und das heißt, dass ihr Leben nicht gekennzeichnet war durch große charismatische Ereignisse, nicht durch Erscheinungen, durch dies und das und unglaublich tiefe Erlebnisse. Was den Gerechten des Alten Testamentes auszeichnet, ist vor allem, dass er sich an die Regeln hält. Und das wäre etwas, das wir von diesen beiden lernen können. Dass geistliches Leben zunächst einmal darin besteht, die Regeln zu befolgen. Ja, ich weiß, das mag langweilig sein. Und das wollen wir heute nicht so gerne. Wir propagieren im Moment auch in unserer toten kirchlichen Landschaft das emotionale, das charismatische Erlebnis. Das mag alles seine Richtigkeit haben. Aber damit wächst nichts. Das Wurzelwerk, aus dem der Messias stammt und geboren wird, ist das Wurzelwerk der Gerechten des Alten Testamentes, wie wir das in vielen liturgischen Texten besingen und eigentlich auch glauben sollen. Derer, die die Regeln Gottes befolgt haben, die genau das tun, was wir hier hören im Propheten Jeremia, indem nämlich nicht die Hirten untreu werden oder die Priester nicht mehr nach Gott fragen oder die Propheten etwas anderes tun, etwas Unnützes, sondern indem sie zunächst gerade in einer geistlich so dürren Zeit die Regeln halten, befolgen und sie leben. Daraus, aus diesem so langweilig erscheinenden Tun, erwächst alles andere. Erwächst, wie uns das Evangelium sagt, Christus selbst.